ich habe recht früh viele Probleme damit gehabt, dass ich einen grossen Leistungsabfall hatte in gewissen Phasen im Zyklus. Menstruation ist im Spitzensport immer noch ein Tabuthema. Wir haben eigentlich immer trainiert wie die Männer. Dabei sehen Expertinnen dort viel Potenzial. Der Zyklus kann nämlich beeinflussen, wie leistungsfähig das man ist und wie schnell das man sich verletzt. Wir geben sozusagen die richtige Benzin, damit das den Körper nachher richtig aktiviert ist für die Belastung. Aber wie realistisch ist es, dass man beim Sport auf den Zyklus schaut? Ich selber merke die verschiedenen Phasen von meinem Zyklus. Im Moment fühle ich mich gerade emotional super, körperlich auch fit. Aber ich bin gerade am Anfang der zweiten Zyklushälfte und dann kann das bei mir recht schnell auch ändern. Ich mache zwar keinen Profisport, gehe aber regelmässig joggen. Trotzdem habe ich noch nie meine Jogging-Einheiten nach meinem Zyklus ausgerichtet. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Schaust du beim Sport auf deinen Zyklus? Schreib es mir doch in die Kommentare. Darf ich schnell stören? Ja. In welcher Phase von deinem Zyklus bist du gerade? Ich habe gerade meine Tage. Erster Tag nach der Menstruation, ja. Ja. Ich mittendrin. Also vor ein paar Tagen habe ich sehr viel Krämpfe gehabt, aber heute ist gut. Wie spürst du deinen Zyklus sonst? Es ist so, dass ich quasi kurz bevor ich den bekomme, relativ die typischen Unterleibsschmerzen sozusagen habe. I normally feel it first mentally, so I feel that I'm annoyed by little things, I'm grumpy and not in a good mood like the week before. Emotional eher weniger. Eher so, dass ich körperlich vor allem das spüre. Quasi am liebsten den ganzen Tag mit einer Wärmflasche im Bett liegen würde. Schaust du auch beim Sport auf deinen Zyklus? Nein. Also ich versuche das quasi so zu umgehen, dass es mich nicht beeinträchtigt. Das heißt, ich versuche trotzdem meinen Sport durchzuziehen. Wenn ich mich bewege, dann vergesse ich das Ganze. Also dann denke ich nicht unbedingt dran und dann ist es eher so, dass ich relativ entspannt dadurch damit umgehe und mich eigentlich nach dem Sport sogar besser fühle als vorher. Und hast du schon mal von zyklusorientiertem Training gehört? Also dass Sportlerinnen nach ihrem Zyklus trainieren und so ihre Sporteinheiten einteilen? Nee, da habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Also habe ich auch noch nie befolgt. Nein, nie. Mm-mm. Was ist das? Also. Damit wir alle vom Gleichen reden. Der Menstruationszyklus sieht ganz grob gesagt so aus. Er dauert zwischen rund 23 und 35 Tagen. Und in denen schüttet der Körper mal mehr und mal weniger von den Hormonen Östrogen und Progesteron aus. In der ersten Zyklushälfte steigt der Östrogenspiegel. Frauen haben dann oft eine positive Stimmung und fühlen sich tendenziell fitter. Nach dem Eisprung, also in der zweiten Phase, dominiert das Progesteron und der Körper stellt sich auf eine Schwangerschaft ein. Ein paar Frauen fühlen sich dann träger. Zum Beispiel haben in einer Umfrage von der BBC mehr als die Hälfte der Athletinnen gesagt, dass die Periode einen Einfluss auf ihre sportliche Leistung hat. Trotzdem haben wir bei unseren Recherchen gemerkt, dass in der Schweiz noch nicht viel nach dem Zyklus trainiert. Wer zum Teil zyklusorientiert trainiert, ist unser Fußballnationalteam. Wir haben einmal ausgerechnet, dass pro Spiel im Durchschnitt rund 3 von 11 Spielerinnen ihre Tage haben. Also wie trainiert man im Team, wenn jede in einer anderen Zyklusphase ist und die sich auch unterschiedlich auf die einzelnen Spielerinnen auswirkt? Ich kann jetzt hier bei den EM-Vorbereitungen hineinschauen. Hi, hi. Michelle, herzlich willkommen. Danke. Okay, ein Shake für die präovulatorische Phase. Schwierig. Und so habe ich verstanden, als da für die andere Phase, postovulatorische Phase, nochmal ein anderer Shake. Mehr dazu weiss Tanja Hettling. Sie ist Teamärztin und hat den Ernährungs- und Trainingsplan mit ausgearbeitet. Du lachst jetzt schon wieder da hinten. Ja, ist gut. Ich habe gerade gesehen, dass ihr Shakes habt, die auf Zyklusphasen abgestimmt sind. Wie funktioniert das? Also zum einen haben wir 4 unterschiedliche Phasen im Zyklus. Und die brauchen unterschiedlichste Bestandteile, um eigentlich die Hormonentwicklung und die Powerphase oder die weniger starken Phasen zu unterstützen mit Nahrungsbestandteilen. Und das ist eigentlich dann in diesen Shakes enthalten. Jetzt habe ich ja selber ein bisschen gesehen und gelesen, dass die Studienlage der Sportwissenschaft zu frauenspezifischen Themen recht dünn ist. Können Sie sich erklären, wieso das so ist? Es wurde halt alle Studien erst an Männern getestet. Also Frauensport oder Frauensport ist noch sehr jung. 2010 durfte erstmals an den Olympischen Spielen eigentlich alle Frauen an allen Disziplinen teilnehmen. Das ist noch nicht so lange her.
Ja, und wir haben eigentlich immer trainiert wie die Männer, weil es einfach keine Studien gab an Frauen. Und das kommt jetzt einfach immer mehr. Wie muss ich mir denn so ein zyklusorientiertes Training vorstellen? Was weiß man dort schon? Also wenn unser Powerhormon, das Östrogen, vergleichbar mit dem Testosteron beim Mann eigentlich sehr hoch ist, das ist in Phase 2 zum Beispiel, kurz vorm Eisprung am höchsten, dass wir dann auch viel besser Krafttraining machen sollen, Maximalkrafttraining, und auch bessere Effekte erzielen, als wir in Phase 3 oder 4 das machen. Im Gegenzug nach der Ovulation fallen die Hormone relativ schnell auch wieder ab. Wir sind dann eigentlich eher mehr in so einem Fettstoffwechsel besser drin. Das ist dann eher besser für Ausdauerleistungen. Wie viel zusätzliche Leistung kann man rausholen, wenn man beim Sport eben auf den Zyklus achtet? Das weiß man bisher noch nicht. Also man weiß eigentlich, dass man normalerweise in jeder Phase dieselbe Leistungsfähigkeit hat. Und im Prinzip kann man aus jeder Phase das Beste rausholen. Aber im Prinzip geht es halt häufig auch darum, dass man sich gar nicht fühlt danach. Und deswegen ja, also vielleicht so eine Bremse in sich hat und das Gefühl hat, man kann gar nicht Höchstleistungen bringen. Oder man mutet dem Körper viel zu viel zu. Der Körper ist vielleicht in der Stressphase, kurz vor der Menstruation oder während der Menstruation ist auch so ein erhöhtes Infektrisiko und so. Und welche Rolle spielt die Hormonellverhütung? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es eigentlich den Zyklus zerstört. Am besten wäre es natürlich, nicht hormonell zu verhüten, damit wir den Zyklus wirklich so behalten und mit dem auch schaffen können. Sportwelt ist tatsächlich eine rechte Männerdomäne. Bei den Trainerinnen im Leistungssport sind 90% Männer, 10% Frauen. Und auch in der Sportwissenschaft sind Frauen chronisch unterrepräsentiert. Nur 4% der Studien beschäftigen sich ausschließlich mit Frauen. So wird der Menstruationszyklus bei der Trainingsgestaltung noch nicht so oft mit einbezogen. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen assi. Die, die in der Phase 2 sind nach dem Training Wellness und die in der Phase 3 kommen die Mäntel über. Für die Spielerinnen der Nazi ist es mittlerweile aber völlig normal, um über den Zyklus zu reden. In welcher Phase von deinem Zyklus bist du jetzt gerade? Im Moment gerade während meiner Tage. Ich habe gerade meine Tage, das heisst, ich bin in der ersten Zyklusphase. Okay, und wie beeinflussen dich deine Tage? Wie spürst du die? Ich habe zum Glück nicht grosse Beschwerden, aber ich merke die Veränderungen schon in meinem Körper. Also es gibt Tage, wo ich vielleicht ein bisschen träger bin oder wo ich vielleicht so schwere Beine habe oder mit dem Schlaf ein bisschen mehr Probleme habe. Mir ist so ein bisschen vor der Menz und die ersten ein, zwei Tage so ein bisschen Topphase. Und sobald dann die vorbei sind, ist auch während der Menz für mich schon die Leistungssteigerung wieder sichtbar. Und von dem her fühle ich mich aktuell topfit und ready für Trainings. Hast du dich in dem Fall schon recht mit dem auseinandergesetzt? Genau, ja. Also ich hatte recht früh viele Probleme damit, dass ich einen grossen Leistungsabfall hatte in gewissen Phasen im Zyklus. Und dadurch habe ich mich früh damit auseinandergesetzt, weil man als Leistungssportlerin natürlich immer will, dass die Leistung möglichst konstant hoch ist. Und so dann für mich Lösungen gefunden habe, um das sicherzustellen, dass ich mich schnell erhole und für jedes Training wieder fit bin. Wie muss ich mir jetzt da vorstellen? Wie achtest du beim Training auf deinen Zyklus? Je nachdem, in welcher Phase wo ich bin, kann ich vielleicht so die Regeneration unterstützen mit der Ernährung oder auch mit Massnahmen, mit Eisbad zum Beispiel oder Kompression. Je nachdem, was ich brauche. Ich habe selber so ein Blatt, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich tue das, was mir gut tut und was mich in meiner Leistung unterstützt. Es gibt eine Phase, die eher negativ beeinflusst ist. Das ist oft so ein bisschen vor dem Tag oder die erste Phase des Tages, wo ich merke, dass ich mehr Regenerationszeit brauche. Vielleicht auch im Voraus schon ein bisschen länger brauche, bis ich aufgewärmt bin, wenn alles ein bisschen angespannter ist oder man sich schlechter erholt. Man darf natürlich dort aber auch nicht vergessen, dass der Zyklus nicht nur negative Phasen hat. Es gibt auch durchaus, was viele vergessen, auch positive Phasen. Das ist dann eher die zweite Phase, Richtung Eisprung. Und in dieser Phase kann man besonders viel trainieren. Man erholt sich schneller und kann gerade im Explosiv- oder im Kraftbereich recht viel zusätzlich arbeiten. Und in diesem Fall spürst du recht einen positiven Effekt durch die Art von Training? Ja, auf jeden Fall. Also für mich hat das sehr viel geholfen, um in diesen Phasen meine Leistung konstant zu behalten, um auch ein bisschen mehr auf den Körper einzugehen, was ich besser brauche, um dann, wie gesagt, jeden Tag frisch wieder auf dem Platz zu stehen. Wenn du dich gut fühlst und wohl fühlst, kannst du auch besser leisten.
kannst dich auch besser im Alltag bewegen. Ja, das ist als Athletin sehr wichtig. Was ist so deine Erfahrung? Ist das Thema Menstruationszyklus im Leistungssport immer noch ein Tabu? Also wir haben das Gefühl, für uns ist es schon Alltag geworden. Aber es gibt schon noch Clubs, wo es nicht darüber gesprochen wird oder auch nicht entsprechend trainiert wird. Für mich ist das wichtig, weil es hat einen Einfluss auf die Leistung. Ich finde es wichtig, dass man das kann ansprechen kann, dass man in der Mannschaft eine Vertrauensperson hat und sich kann austauschen kann. Die Spielerinnen werden unter anderem von der Athletiktrainerin Melanie Pauli dort trainiert und sie befasst sich schon seit Jahren mit zyklusorientiertem Training. Gemäss meinem Kalender sollte ich morgen meine Periode bekommen. Wie müsste ich jetzt am besten trainieren? Ich könnte dir nicht so sagen, mach das und das wird schon funktionieren, sondern es gibt viel mehr, wir müssten viel mehr wissen für dich selber, okay, wie fühlst du dich überhaupt in dieser Phase? Und dann können wir langsam eine Empfehlung machen. Weil es eben sehr individuell ist, ein Zyklus. Es ist nur individuell. Gibt es gleich etwas, was man so vielleicht ein bisschen verallgemeinern kann, also im zyklusorientierten Training? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, was wir jetzt, wenn wir wirklich spezifisch auf die Mannschaftssportart, ich höre auch sehr viel, es ist nicht machbar in Mannschaftssportart, zyklusorientiert zu trainieren. Klar, wir können nicht das Gleiche wie wenn 1:1 trainieren, aber du kannst gewisse Sachen anhand von der Studie, anhand was der Wissenschaft und Medizinseite sagt, wir geben sozusagen die richtige Benzin, damit das den Körper nachher richtig aktiviert ist für die Belastung. Genau das Gleiche für die, die rausgekommen sind, sind meistens die, die jetzt die Phase 4 sind, wo wir wissen, sie sind meistens ihre Symptome mit Müdigkeit, die da ist, wo vielleicht Bauchkrämpfe ein bisschen mehr da ist, wo einige Kopfschmerzen haben, wo einige Rückenschmerzen haben, wo der Körper sowieso in Stress ist, dann nehmen wir sie raus und machen wir etwas anderes, wo mehr in dem Bereich, wo das System runterbringt, damit, dass sie auch nicht gerade immer am Limit sind und am nächsten Tag noch einmal am Limit und noch einmal am Limit und irgendwann vielleicht, hoffen wir nicht, aber vielleicht eine Verletzung passiert. Kennst du denn von allen Spielerinnen den Zyklus oder in welcher Zyklusphase sie gerade sind? Also ich würde lügen, wenn ich sage, ja klar, ich weiß die 24 Spielerinnen auswendig. Aber wir arbeiten mit dem App Fit for Women und Fit for Coach, das heißt, sie sind mit mir verbunden. Und ich sehe nachher, wie, in welcher Zyklusphase jede Spielerin ist, damit dass man wirklich auch diese Massnahmen wie eben, ey, denk dran, mach mehr Mobilität oder denk dran, mach mehr Stabilität im Pre-Warm-up. Denk dran, für die Regeneration, wir empfehlen sehr fest die Eisbad oder die Kompression. Aber wenn jetzt das eine Hobbysportlerin schaut und denkt, ah geil, ich will auch ein bisschen darauf achten, wenn ich Sport mache, was würdest du ihr jetzt raten? Das ist eigentlich das Geilste im Ganzen. Du musst nicht spitzen Sport machen, um das zu machen, sondern das wird auch sehr vielen Frauen helfen im Alltag. Erste Sache empfehle, tracken. Darüber schwätzen ist normal, wenn es für mich kein Problem ist, darüber zu reden. Anfangen es aufzuschreiben. Es kann eine App sein, es kann ein Tagesbuch sein. Es kann sein, dass ich mal Kopfschmerzen habe. Es kann sein, dass es wegen dem Wetter ist. Es kann sein, weil ich weniger getrunken habe. Es kann sein, weil ich gestresst bin. Aber wenn es immer wieder kommt, plus minus in dem Moment, es hat wahrscheinlich nicht mit dem Wetter oder mit zu wenig getrunken. Wie empfindest du das? Wie fest ist der Menstruationszyklus im Leistungssport noch ein Tabuthema? Es ist immer noch ein Tabuthema. Im Leistungssport ist auch noch recht viel noch Trainer und Trainerin. Und vielleicht, das ist nicht, dass sie vielleicht Angst haben, darüber zu reden, aber sie wissen nicht genau, wie man soll den Eis brechen soll. Es kommt mehr und mehr. Und ich denke, je locker man drauf ist, wenn man auch fragt, wie ist es für dich, ohne dass ich mich schäme, sondern ich probiere wirklich ganz ehrlich zu sein, dann Eis ist schon fast schon gebrochen. Es gibt ein paar Tricks, wo man machen kann. Es ist immer noch ein Tabuthema, aber das gehört zu mir. Mein Zyklus gehört zu mir. Also das ist normal, dass man darüber redet. Was mir bei all diesen Gesprächen recht positiv aufgefallen ist, ist, dass der Zyklus nicht einfach nur als Defizit angeschaut wird, sondern eben auch als Chance, um irgendwie sein Wohlbefinden oder das Training zu verbessern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es egal, ob du Leistungssportlerin bist oder einfach Hobbysportlerin oder einfach Frau, dass es einfach auch hilft, wenn du deinen Körper ein bisschen kennst und versuchst, auf ihn zu hören.
Nicht nur in der Sportwissenschaft, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen wird auf den Mann fokussiert. Und das thematisiert Steffi hier in diesem Video. Und wenn kein Repo mehr von uns verpassen will, dann abonniert doch unseren Kanal.